Hey ihr Lieben, ich komme gerade aus dem DM Müller, war ich. DM und Müller, ein paar Sachen habe ich gebraucht, Nachkaufdinger. Und ein paar Sachen habe ich neu entdeckt von der neuen Theke auch. Und ja, und wollte euch die einfach mal vorstellen. Und auch Kindersachen habe ich geholt, aber ganz wenig. Also ich weiß gar nicht, was ich alles eingekauft habe, aber en masse ausgegeben. Zuallererst feuchte Tücher, 6x8. Ja, Feuchttücher auch für mich, für Swatches und so. Ich werde jetzt keine feuchten Kosmetiktücher mehr kaufen. Um die 4 Euro. Dann habe ich von Hip Himbeere Reiswaffeln geholt. Und von Hip habe ich auch Reiswaffeln Heidelbeere geholt. Das macht mein Sohnemann und meine Tochter gerne zwischendurch. Denn ein absoluter Schatz ist hier dieser Nagellackentferner von Aveo mit Wasser, mit Melone. Ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn gestern erst meine Nägel lackiert. Passt Deckel zu meinen Nägeln. Finde ich richtig gut. Funktioniert super. Dann habe ich mir einen Energy Drink geholt, weil ab und an brauche ich mal einen Energiekick, auch wenn es en masse an Kalorien hat. Und Zucker. Aber ohne geht's nicht. Und dann Shampoo habe ich gesehen, habe ich nur noch so große Pullen. Die kann meine Tochter in Schwimmunterricht nicht benutzen. Und ich habe gerne einfach zwei verschiedene, damit ich jedes Mal variieren kann. Hier habe ich Volumen geholt. Ich hoffe, das raut meine Struktur auf, weil ich raste so aus. Dann für den kleinen Mann habe ich noch Baby Vita geholt. Die Nummer 2, die trinkt er sehr gerne. Ja, schaut mal, was ich da noch geholt habe. Color B4 war gerade im Angebot für 7,99 €. Normalerweise kostet 10 Euro, also 9,99 €, 2 Euro. Gespart. Ja, ich hoffe, da ist auch alles drin. Wenn nicht, dann sieht es ja übel aus. Aber es sah nach was aus. Und da war noch ein anderes. Dieses ist extra entfernt. Dunkle Farbtöne und Farbansammlungen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn ihr wollt, kann ich gerne so ein Update abdrehen. Wollte ich für mich auch machen. Also so vorher, nachher gedönst, ob das auch wirklich was bringt. Noch eine Flasche Nagellackentferner. Also den habe ich wirklich im Irgendein Depp hat sie schon aufgemacht und die ganze Kasse war schon voll. Aber das waren die letzten 2 und da habe ich gesagt, ich nehme den trotzdem mit. Do it, do it, do it, do it, do it. Im DM habe ich was richtig Geiles entdeckt. Für meine Tochter habe ich Coco Water mitgenommen. Soll sie das gerne benutzen. Ich werde es auch mal probieren und euch dann eine Review geben. Das soll sie jetzt mit in den Schwimmunterricht nehmen. Und dann hole ich hier einfach was anderes. Kokoswasser ohne Silikone, ohne Parabene. Genau. Ich weiß gar nicht, womit habe ich denn früher meine Haare gewaschen? Also ich kann mich nur noch an Pantene Pro Vene in meinem Leben erinnern. Mia ist nicht drin. Und was ich gesehen habe von Ghoul, so ein Doppelpack für 5 Euro. Noch ein paar zerquetschte. Ich weiß auch gar nicht, wie es riecht, um ehrlich zu sein, aber Ghoul hat mich so überzeugt letztes Mal mit dem Zippershampoo und, dass ich dann gedacht habe, für trockenes, sprödes und strapaziertes Haar, Feuchtigkeitsaufbau. Ich weiß nicht, also ich habe sehr trockene Haare hier unten fühlt sich das an wie Extensions, Kunsthaar-Extensions, also ganz furchtbar, ich hoffe... Ja, insgesamt habe ich im Müller 79,70 € ausgegeben. Ja. Dann habe ich gesehen, hat Love... Moment. Wir arbeiten... Ja doch, jetzt kommen wir zu meinem Kram. Dann habe ich mir die Augen- und Lippenmaske geholt. Die habe ich ja immer gerne für zwischendurch. Dann habe ich geguckt, so, was könnte mich interessieren? Antifalten, gut, Zehenpflege. Ja, das interessiert mich. Am liebsten hätte ich die für 70 genommen, weil... Je feuchtigkeitsspendender, je besser. Also auch für mich, weil ich einfach trockene. Ich habe eigentlich eine Mischhaut. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist nicht so wie das von Balea mit Urea. Die Augenpflege hatte ich schon mal. Eine mega geile Palette geholt von Love. Ich werde mir auch noch eine andere zulegen, aber die gab es leider noch nicht. Das ist meine absolute Lieblings-Tagespalette, glaube ich. Also... Alleine dieses hochwertige Verpackung, die hat eigentlich 15 Euro gekostet, aber gerade sind im Müller 30%. Es sind 8 Töne enthalten. Schau mal diese Palette an. 2 schimmernde und semi-matte sind so, also so semi-schimmernd und dann noch 3
4 komplett matte. Wunderschöne Palette. Ich habe sie geswatcht. Ein wunderschöner großer Spiegel. Die Palette fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Auch die Verpackung finde ich, ja, muss nicht unbedingt sein. Aber das ist die Nummer 100 Nude Shades of Love. Wunderschön. Also, und auch die Rose Gold Edition hat mir sehr gut gefallen. Ich habe heute bei der Kosmetik. Wie heißt du denn? Ich verlinke ihr Video mal. Das sind Drogerie-Neuheiten. Die macht immer ganz tolle Neuheiten-Videos. Ja. Jetzt habe ich auch das richtige Puder gekauft. Ja. Mein Puder, es ist noch einiges drin. Und ich dachte, wenn ich bei Müller schon bin und Soft Matte Loose Powder war nur noch einmal da in der 01. Ja. Nehme ich das mit und das finde ich auch richtig klasse. Und diese Palette hat im Endeffekt 10,46 Euro dann nur noch gekostet. Da musste sie mit und normalerweise kostet sie 14,95. Ja, wunderschön. Dann bin ich so rumgetigert am Essence Standard Sortimentchen. Neuen und nicht neuen. Achso, das kommt noch da rein. Wie ist die da rausgefallen gerade eben? 2 metallische, 2 schimmernde und 4, nee, 3 schimmernde und 3 matte. Moondust ist eine wunderschöne Farbe. Also ich habe es geswatcht und war so fasziniert. Dazu wird es auf jeden Fall einen Look geben. First Impression machen wir. Am neuen Stand rumgetigert, Produkte mitgenommen. Und zwar einmal Putty in the Bottle. Also wenn man nur, erst habe ich gedacht in a Bottle. Ina Bottle, aber es ist nicht Ina Bottle, das ist Inna Bottle. Ja, Stardust, das ist so weiß und das schimmert dann so blau-lila Gedöns. Das ist eigentlich Loose Glitter für die Finger, aber ich habe gedacht auf die Augenlider. Ja, und dafür habe ich mir den Glitter Primer geholt von Essence. Dann brauche ich den schon mal nicht von NYX holen. Also, so sah ich heute jetzt irgendwie aus, außer ein bisschen wuscheliger auf dem Kopf. Ja, den habe ich mir zugelegt für das Glitzer und ich habe ja noch von BH Cosmetics das Glitzer. Für das Glitzer habe ich mir auch hier Glitter and Pigment Blender mitgenommen. Das ist so ein schön flacher. Also damit werden wir auf jeden Fall einen Look zaubern. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie das funktioniert. Und dann habe ich mir das Ganze Glitter in Primer Applikator nochmal in so ein kleines und flaches und dreieckiges Gedöns geholt. Das ist sehr gut. Die anderen Pinsel waren noch gar nicht verfügbar. Ich hätte mir sonst dieses Teil geholt, wo so Glitzer drauf fallen kann und man es dann wegmachen kann, auch so geniert. Genau, das waren die. Dann habe ich mir noch 2 neue Pinsel geholt, weil diese Lidschattenpinsel, wo man komplett ich finde einfach die Borsten toll und ja, das war mein Geburtstags-Shopping-Haul. Ich habe mir das mal schön in der Stadt bequem gemacht. Ja, ich finde den nicht von Essence, aber den gab es auch damals in einer anderen Ausführung, aber ich finde die ja viel, viel schöner. Mit Rose Gold und weißen Stiel und grauen Borsten sieht man auch, wie viel Produkt man benutzt hat. Und dann habe ich bei der Catrice Theke diese wunderschönen, ich hätte mir den schwarzen auch noch mitgenommen, wenn er waterproof gewesen wäre. Dieser Rocketeer Liquid Liner, da wollte ich da unbedingt das Bürstchen angucken. Jawohl. Das hat so ein richtig schönes, da seid ihr, so ein richtig schönes, feines Bürstchen. Wunderschön. Ich hoffe, die heben auch und den schwarzen werde ich mir auch zulegen. Auch das Packaging, ich finde, das würde auch zu Kat Von D passen, oder? Findet ihr nicht auch? Und dann habe ich das Ganze nochmal in so einem schönen Weiß geholt. Ich finde die wunderschön sind 2,2 Milliliter drin. Was sind denn in so einem normalen Liquid Liner drin? Keine Ahnung. Und weil ich so verrückt bin nach Liquid Liner, habe ich mir noch von Essence die 3,9 geholt, die Crystal. Richtig geile Farbtöne. Einmal haben wir hier so einen Khaki-Ton 01. So Khaki-Ton. Dann haben wir hier so einen wunderschönen grün. Grün schon geschehen. Also das sind so Topper, finde ich eher. Man kann sie natürlich auch über etwas drüber auftragen, aber ich finde, das sind eher so Topper. Und dann habe ich die 03 und die 02. Also dieser blau-lilane, das gefällt mir richtig gut. Oh, das
Seht ihr, wie schön die jonchieren? Also gerade der da oben, das ist der blau-lila, ne? Moment mal. Wunderschön. Wunderschön. Echt schön. Gefällt mir sehr gut. Kann ich mir auch sehr gut auf meinen Augenlidern vorstellen. Die Sachen aus dieser Pinselecke geholt, aber diese hochwertigeren Pinsel. Einmal hier habe ich einen Blender Oval von Barbara Hoffmann. 4 Euro hat er gekostet. Ich dachte erst, boah, aber die Pinselhaare wirklich, wenn man sie anfasst, sind perfekt. Ich werde mir noch einen zweiten zulegen, wenn der gut sein sollte. Weil so einen ganz präzisen Pinselbrush habe ich einfach wirklich. Sehr, erst habe ich gedacht, sind das Gummiborsten, aber der ist wirklich sehr präzise. Man kann sehr gut unten am Wimpernkranz schön aussmoken, weil er halt eben so punktuell ist und so stabil. Schaut mal, die Borsten, man sieht gleich, die sind so weich. Ja, und sehr gut. Dann habe ich mir noch was zugelegt hier. Das ist ein Spatel. Eigentlich ist das ein, ist das auch von Barbara Hoffmann. Eigentlich sollte das ein Spatel für Cremes sein. Ich werde das für Foundation benutzen. Gerade wenn Foundation hier in so einem Pöttchen ist, ne? Da mit dem Pinsel oder mit dem Finger rein, das finde ich ein bisschen eklig. Ich finde es cool, auch wenn der Pumper kaputt geht, dass man vielleicht eventuell auch mit der flachen Seite da, also mit der kleineren Sachen, Seite da rein spateln kann. Und der Stiel ist lang genug, um 30 Milliliter Flaschen auszuspateln. Richtig geil. Und der hat mir sehr gut gefallen. Das ist, ja, fühlt sich einfach hochwertig an. Der Spatel nicht, ist aus Plastik. Aber so, ja. Dann kommen wir ein bisschen zu Haushalt und auch dekorative Kosmetik. Hätte ich, glaube ich, gar nicht im DM gekauft, weil ich eben schon so viele Müller geholt habe. Obwohl ich eigentlich, Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, ich kaufe nichts mehr. Sobald ich das mal ausspreche. Aber bei den Liquid Liner war mir klar, die muss ich haben. Bei DM habe ich was richtig Geiles entdeckt. Und zwar diese Dinger hier. Früher waren sie ohne diese, weiß nicht. Das sieht aus wie ein Kristall. Und ich habe mir 2 Stück davon geholt für meine Kajalstifte. Und ja, das habe ich gedacht für Pinsel. Aber das kann ich sehr gut gebrauchen für meine neue Schminkaufbewahrung. 2 Stück, also 6,95 haben die Dinger, glaube ich, gekostet. Mal gucken. Und es hat so schön im Licht geglitzert und gemacht und getan. Und ich finde es sehr dekorativ und sehr schön. Liquid Liner da reinstellen. Ja. Und es funkelte so und es hat mich einfach inspiriert. Haushalt habe ich diese super süßen Servietten gesehen. Das sind so 2 kleine Hasen. Und die küssen sich und da oben ist ein Luftballon. Finde ich ja sehr süß. Und einen neuen Schrupper, weil der von Penny für 99 Cent war für den Arsch. Dickes Klopapier, habe ich gedacht, jetzt ist es an der Zeit, das mal zu kaufen. Länger ist es her, dass ich diese Denkmilcher geholt habe, weil ich keine mehr habe. Sohnemann oder Tochter kriegt hier Apfelhagebutte in Birne, Kiwi in Banane in Birne, Pfirsich in Banane in Apfel und Apfelmango in Pfirsich mit Hafer. Diese 4 Dinger habe ich geholt. Dann Kernseife darf bei mir von Dalli nicht fehlen. Um Gottes Willen, meine Armpfiel. Dann habe ich mir von Balea Med was geholt, um einfach morgens zum Beispiel mein Gesicht damit abzuwaschen. Die haben ja gleich das Nachfüllpack und das, weil ich weiß, das verträgt meine Haut super. Der Pinselreiniger durfte nicht fehlen, denn meiner ist fast aufgebraucht und ich benutze den so selten jetzt, weil ich wusste nicht genau, wann ich in den DM schaffe hinzugehen. Rumgeschlendert und habe ein paar Neuheiten für mich entdeckt, kannte ich so nicht. Und zwar einmal eine Pomegranate Clean and Vital Maske von irgendwas. 95 Cent hat es gekostet. It's Skin heißt die Marke, glaube ich. Pomegranate, dann eine Blueberry Moisture, Vitality and Moisturizer. Dann habe ich noch hier eine Moisturizer and Vitality Mask Sheet. Die Verpackungen, meine Güte, da habe ich wieder mal inspiriert, zurückzuholen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, als ich ein Video gedreht habe, wo ich erzählt habe, dass meine Tochter jetzt anfängt, Deo zu benutzen. Ich habe jetzt hier gesehen, dass das ohne Aluminium ist, deswegen darf sie das.
erlaube ich ihr das, dann habe ich ihr einmal von Emoji, weil das gerade auch für 95 Cent zu haben war, einmal Oha Hawaii mitgebracht. Das riecht nach Kokosnuss, finde ich. Das mag sie garantiert. Die hat nämlich auch das Belu-Kokos-Spray da und sprüht die ganze Bude zu. Und dann Candy Love. Und das ist eher so was Süßes. Und die zwei schenke ich ihr heute. Die darf sie sich gerne nehmen. Dann bin ich so rumgeschlendert und wieder rumgeschlendert und habe diese zwei coolen Shits entdeckt. Einmal Trockenshampoo Sweet Melon. Bitte riech nach Honigmelone oder für irgendwas. Und die, das Design mit diesen Flamingos. Und hier sind so, wie heißen die? Pelikane. Das ist mit Tropical Coconuts. Hammer. Hier steht auch nicht, dass es limitierte Auflage ist, aber wie das denn so ist, nimmt man alles mit, was man kriegen kann. Dann habe ich mir ein neues Schwämmchen gekauft. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich damit auch mein Gesichtswasser eintupfen. Dann habe ich mir nochmal zum Vergleich ein Blender Synthetica von Evelyn geholt. Den haben sie ja wieder reingenommen. Ich finde es aber schade, dass der alte drauf, also dieser schwarzhaarige, den habe ich auch nochmal gefunden. Sieht er aus, der ist ein bisschen bauchig. Der andere fand ich war ein bisschen, also die haben jetzt drei Ausführungen, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr gut, kann ich immer gut gebrauchen. Ne? Ein paar Pinsel, der Eier, Donto Dent für meinen Sohnemann. Seine Zahnpasta neigt sich langsam dem Ende zu. Bei den Kindern geht es irgendwie komischerweise, dass ich nicht wie eine Irre auf Vorrat kaufe. Aber bei mir muss alles immer tausendmal in Ausführung sein. Donto Dent und eine mega geile, interessante Handseife. Einfache Anwendung. Ich bin Verpackungsopfer. Letztes Mal habe ich schon gesehen. Okay, das ist coole Geschichte. Das drückt man dann einfach so raus und dann kommt das Zeug da drauf. Finde ich richtig cool. Ich habe nur gedacht, das Ding kann man auch auffüllen. Also das Ding ist relativ, denke ich, stabil. Finde ich sehr, sehr schön vom Design her. Vielleicht wird es mein neuer Seifenspender. Mal gucken. Wohin mit dem Kram? Wohin damit? So, im DM durften überall, wo Melone drauf ist oder danach riecht, durfte mit. Also Kerzen finde ich immer ganz schön, wenn man etwas hat, wo man sieht, dass die Kerze drin ist und das farblich einfach besser ist als ein stinknormaler Teelicht. Und auch Melon. Also ich bin, wenn das mein Melonenjahr wird. Mein Melonenjahr. Das ist ein Peeling. Ja, ich habe noch eins in der Dusche von Trackimmune stehen. Enthält vulkanische Sandkörnchen. Ja, Gott sei Dank keine Melonenkerne. Sonst wäre die Haut komplett bis zu den Knochen abgeschrubbelt. Und dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Einmal Vital straffende Augencreme habe ich noch mitgehen lassen. Also mitgenommen, gekauft. Mitgehen lassen hört sich immer an, als hätte ich es einfach mitgenommen. Ich wollte gucken, ob sie einen Pumper hat. Genau. Ob das was für die Nacht ist und am Tag benutze ich die andere. Mal gucken. Zurzeit geht es auch mit meinem Auge. Wenn ich so ein bisschen unterwegs war, ein bisschen geschwitzt habe, finde ich, meine Haut ist einfach schöner und nicht so ganz matt. Und hier habe ich eine Cuticle Handcreme geholt von Boys and Girls L.E., weil ich wieder mal eine was für die Nagelhaut gebraucht habe. Gerade wenn ich meinen Aceton-Freinagler klar mache, der trocknet komplett meine Nägel aus. Und ja, das sieht übrigens so aus, das Döschen. Und es ist relativ viel drin. 25 Milliliter und hat 3 Euro oder so gekostet. Ja. Wie gesagt, einiges und ich hoffe, wie immer, habt ihr was geholt von der neuen Reihe. Also zum Beispiel, das habe ich auch heute gesehen, aber das ist mir zufällig im Regal entgegengekommen. Hier steht, sie banden sich eine Kette aus Kernen um den Hals und schaukelten einen sonnengelben Melonenschiffchen den hellorangenen Fluss hinunter, wo die Art der roten Enten spielen. Wer denkt sich denn das aus? Ich bin gespannt, wie sie denn ist. Aber, ja, genau. Zwar 25 Minuten für nichts. Tschüss.